So, wieder hallo und willkommen zurück zu einer wunderbaren weiteren Ausgabe hier in BeamNG. Und wir sind seit langem mal wieder zurück in einem kleinen Multiplayer-Video. Und mein kleiner Bruder Julian ist am Start. Ein paar Tage hier, deswegen hallo erstmal. Hallo. Und wir haben uns gedacht, warum nicht ein bisschen BeamNG spielen? Und wir haben ja letztens die Endurians Down in Map gespielt. Und ich habe gesagt, kann man noch ein bisschen was mehr machen? Und das wollen wir machen. Wir nehmen verschiedenste Fahrzeuge und das Ziel ist, oder das Goal ist einfach nur, wer kommt am weitesten. Es ist super simpel, aber das ist der Plan, wer kommt am weitesten. Nicht mit der Einstellung, wer rammt den jeweiligen komplett in die Walachei, sondern wirklich fair fahren. Es kann zu Unfällen kommen, es ist BeamNG Drive. Ich meine, Unfälle sind möglich in den ein oder anderen Fällen. Passiert manchmal. Und jetzt habe ich schon die Pop-Up-Headlights abgemacht. Bisschen am Flexen, sagst du? Naja, das Ding muss man zeigen. Ja, okay, gut. 3, 2, 1, go. Du kennst die Map, oder? Ja, nö. Ne? Ne, kein bisschen. Achso, ja, dann lernen wir jetzt, dass die Map kennen. Hier sind Rampen, den würde ich ausweichen. Fahr nach links rüber, da ist kein Platz. Oh, fuck. Oh Gott. Gut, erste Runde geht an dich. Jetzt nicht unbedingt gewollt, aber... Sagen wir, wie das ist. Also ich komme recht weit eigentlich gerade. Ich fliege in den Void. Okay, wir fangen nochmal vorne an. Ich zeig dir kurz den Map-Ablauf und dann macht das Sinn, dass wir das machen. Stimmt eigentlich, ne? Ich bin noch unterwegs. Ich auch noch. Mittlerweile mit... Ich habe keine Ahnung, wie schnell. Oh. Ich bin jetzt ein Pfannkuchen. Oh. Genau, warte, ich erkläre dir das gerade. Warte, guck hier, dann guckst du gerade. Wir gehen erstmal in den ersten Abschnitt, okay? Das sind Rampen. Da kannst du hier, wie Gregor hier, du kannst hier recht gut hier links durchfahren an der einen. Und hier musst du gucken, hier sind diese Röhren drin, aber die haben diese Kanten hier. Diese Teile. Ja. Nicht mitnehmen. Scheiße. Gut. So, du versuchst dann über die drüber zu kommen und guckst dann, dass du auf diese Rampe hier kommst gerade. Weil links, rechts auch scheiße mit viel Tempo. Willst du auch vermeiden. Wenn du langsam da reinfährst, geht das, aber wenn wir da runterjallern, weiß ich nicht. Macht Sinn, ja. Gut, ja. Dann haben wir hier ein bisschen Bockepiste, ist nicht so schlimm, die juckt nicht. Das macht nicht viel. Hier möchtest du aber dann dazwischen kommen, weil sonst brauchen wir nicht anfangen, was passiert. Dann gibt es nochmal ein paar kleine Rampen, ein bisschen im Grün. Da kannst du aber recht gut durchkommen. Dann hast du hier ein paar Felsen. Das kann mir die Fahrzeugtiefe schon mit Vollgas schwierig werden. Dann fahren wir einfach nur Wiese, das ist nicht schlimm. Dann haben wir diese Container. Ein bisschen fies. Ja. Dann haben wir hier noch ein paar Steuerscheine. Auch fies, weil die versetzen. Da musst du möglichst hier in der Mitte der Halfpipe reinkommen, weil... Tot. Ja. Jalla, tschüss, tot. Und Krise, ja. Du kannst natürlich auch langsam fahren, das geht natürlich auch, aber dann bist du vielleicht nicht so schnell. Macht gar keinen Sinn. Dann haben wir diese, die sind einfach nur Deko, das zu fahren wäre jetzt echt Quatsch. Dann haben wir hier Eis. Da möchtest du eigentlich in diese Rinnen reinkommen, aber vielleicht auch nicht zu schnell, weil sonst schießt du halt hier komplett über den Jordan und vor allem willst du hier nicht in die scheiß Whale reinprügeln. Erstmal, Pipe nehmen. Ja, genau. Dann hast du hier eine Halfpipe, also eine Röhre kannst du reinfahren oder hier, eigentlich wie du willst. Die Sprünge würde ich jetzt vielleicht nicht so mitnehmen. Nicht? Dann hast du hier einen Wald. Bäume ploppen ein bisschen spät auf. Viel Spaß damit. Hier hast du Krater. Wenn du schnell genug bist, geht das. Wenn nicht, fahr außen rum. Also so am Rand lang. Und dann müssen wir hier noch die Dünen ausweichen und dann ist unser Ziel. Okay. Eigentlich einfach, wenn man ehrlich ist. Also. So, nachdem ich jetzt Julian kurz diese Map erklärt habe, vielleicht habe ich die Erklärung auch gezeigt, weil die super unterhaltsam war. Würde ich sagen, probieren wir das jetzt nochmal. Julian weiß ungefähr, was auf ihn zukommt. Bringt uns trotzdem nicht viel, weil es die Karre trotzdem zerreißen wird. Und ich würde sagen, 3, 2, 1, go. So. Ich weiß nicht, Vollgas oder können wir auch langsam fahren? Ich meine, das ist ja dir selbst überlassen. Je nachdem, ob du länger überleben willst oder zuerst im Ziel sein willst. Oh, Julian. Jetzt müssen wir da erstmal über die Drehung kommen. Oh, Julian, ich bremse. Oh, Gott. Oh, wow, was tust du? Kann ich ja nur anschieben. Wo soll ich denn? Wir müssen da auf die Sprung. Oh, tschüss, Julian. Oh, Gott. Das war's mit Julian. Julian ist draußen, man. Leute, nein. Wir machen das schon. Der fährt noch. Ich bin auch noch dabei. Und wenn ich reinstecke, der geht noch. Ui. Oh Gott. Oh. Oh shit. Oh, meine Arme. Oh. Ich bin noch weiter als du. Noch fahr ich. Ich bin in Halfpipes angekommen. Ich kann noch fahren. Okay, vielleicht doch nicht mehr so gut, aber ich kann noch fahren. Meiner rollt noch. Er brennt zwar, aber er rollt noch. Er klingt wirklich sehr gequält dabei. Die Reifen blockieren alle. Aber ich kann noch lenken. Ich bin in der Eisbahn. Und du? Ich kann noch fahren. Ich bin noch unterwegs. Ich schaff die scheiß Map, wenn ich weitermache hier. Guck mal hier. Es ist echt gruselig, wie weit ich hier komme. Und in meinem scheiß Mod-Video habe ich das nicht anders geschafft. Die Karre ist eigentlich schon jetzt seit 500 Metern nicht mehr fahrbereit. Es hört nicht auf. Ich bin immer noch dabei. Ich komme ins Ziel. Der wird halt nicht langsamer. Das ist irgendwie ein bisschen unfair, aber ich bin auch noch auf dem Weg, ja? Ich schaff das noch. Guck es mal an! Ich rutsch sogar an den Kratern vorbei!
Ich bin nebenbei schon lange kein Gas mehr im Game, Leute. Das macht der Wagen jetzt mittlerweile schon seit der Eisbahn von alleine. Ah, ich glaube, ich schaffe es nicht ganz. Oder doch? Oh, wir drehen es vielleicht an den Sanddünen vorbei? Oh! Kann ich eigentlich zu dir rüber? Oh ja, ich kann sogar bei dir gucken, was bei dir Sache ist. Oh! Guck mal, das ist doch praktisch. Wir können jemanden auch zugucken. Ich hoffe, wusste nicht gar nicht, dass es im Multiplayer geht, aber die Tab-Taste funktioniert auch im Multiplayer. Nein, Krater. Nein! Ey, aber also jetzt mal ehrlich, unsere Karren waren beide, also wir sehen erstmal Julians gerade, dann sehen wir meinen und ich weiß auch nicht, warum der so zuckt, aber wir haben es lustigerweise, also ich frage mich, warum ich immer noch da gucke, Julian sitzt da, wir haben es echt komischerweise sehr weit geschafft dafür. Ja, das ging echt gut. Aber ich finde es cool, dass das geht im Multiplayer, dass ich mir das angucken kann. Gut, wir haben eine gute Idee, beziehungsweise Julian hat eine gute Idee. Lass den ETK-Automaten nehmen als Driftvariante, weil dadurch haben wir kleine Felgen und weniger Spurenfreiheit. Und wie wir gemerkt haben, in diesen Felsformationen ist wenig Spurenfreiheit super. Und Julian will einfach schon cheaten. Ich mach die Reifen noch warm. Ich mach mal kurz Traktionskontrolle aus, das brauchen wir ja nicht hier, ne? Aus. Du kannst da unten schön draufklicken und dann machst du das schön einmal aus hier. Noch einmal, jetzt hast du nur auf Sport gemacht. Ah, okay. Und jetzt ist der Bums auch aus. So. Kann man schön mit der. Ne, Handbremse geht immer noch nicht, ist ja praktisch. Egal, ich will jetzt hier einfach wieder runter und dann ist gut, okay? Ja. Kannst du mal aufhören, mit dem Burnie hier zu starten? Das ist unfair. Warte, ich will auch kannst du selber einen machen. Wenn ich den Vorwärtsgang mal reinkriegen würde. Okay, 3, 2, 1, go! Machst du wieder Vollgas oder sanft? Ich mach ein bisschen aus beidem. Die Mischung ja, macht's. Uiuiui! Oh Gott, Rampe! Oh, oh, oh. Wir müssen da rüber, Junge, wir müssen da rüber! Oh Gott, nein, wir müssen da rüber! Nicht. Oh. Alles gut. Wie geht's bei dir so ab? Ja, ja schön. Ich sehe mich jetzt wesentlich bei dir. Das ist doch praktisch. Dann kann ich deine Kamera wesentlich angucken. Dem Wagen geht's eigentlich noch gut technisch. Ja, ja, meiner fliegt da drüben noch. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ui, dann nimm schön die Rampe mit. Guck mal an. Moin, Jui. Oh. Aua. Oh, das könnte knapp werden. Das könnte ein knappes Duell werden. Ich sage dir. Komm, fahr, 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 fahr. Fahr, fahr, fahr. Noch fährt er irgendwie nicht so richtig. Scheiße. Fährt er da noch? Ja, bedingt. Meiner kann auch fahren. Ich kann auch wieder runter. Du kommst nicht mehr weg, oder? Doch. Oh Gott. Das wird jetzt ein ekliges Duell. Komm, mach! Zieh. Ja, ich fahr wieder. Tschüss. Zieh, Junge. Komm jetzt! Alles für den Sieg. Diese scheiß Schürze steckt mir in der Seite. Ja. Oh. Das war nicht so klug. Oh Gott. Oh, 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 oh. Nebenbei, meine Kardanwelle ist immer noch okay. Darf man sich Teile rausziehen, die in der Seite stecken? Ich würde sagen, nein. Hängst du fest? Ja. Wie sieht denn dein Auto aus? Ui. Ja, ah, okay. Hm. Aber dafür sind 2:0 für mich. Ja. Ja, schade. Machst du nix. Gut. Zwar unverdient, aber nein, was wir machen. Wir haben gemerkt, Driften funktionieren nicht so gut. Wir nehmen jetzt also irgendwas, wo nicht viel abfliegen kann. Und was verdammt viel Terror macht. Wunderbar. Okay, 3, 2, 1, go! Gehst du vom Gas oder was? Ab und zu schon, ja. Oh, oh. Natürlich. Jetzt hab ich's geschafft, yes. Nein. Wieder nicht. Oh, oh, oh. Oh, ich fahr gerade mit 215 hier runter, Junge. Jalla. Er fährt noch. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Meine Ölwanne. Oh, oh. Ja, meine Kardanwelle ist im Arsch. Das ist nicht gut. Oh, 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 oh. Ich bin zum abrupten Stopp gekommen. Oh ja. Oh ja. Wie geht's dir so? Ich kann ja, gar nicht zugucken bei dir. Nicht mehr so gut. Er will mich nicht lassen. Ja, du bist da oben. Nee, er lässt mich jetzt gerade nicht, lustigerweise. Er will nicht, dass ich bei ihm zugucke. Schaffst du das noch weiter? Ich kann noch fahren, aber... Der Motor ist kaputt. Nicht mehr. Also 3:0. Ja, okay. Nachdem Julian jetzt dreimal verloren hat, verliert er jetzt das vierte Mal. Das ist leider sehr traurig, aber da kannst du nichts machen. Ich würde sagen, wir legen los in 3, 2, 1 und go. Ganz schön laut, die Scheißkarre, Alter. Oh, fuck. Tschüss, Julian. Oh Gott. Ich bin gar nicht besser, ich habe die scheiß Rampe getroffen. Oh. Wir waren richtig klug mit dem Fahrzeug. Ja, okay, das ist irgendwie das war smart, ja. So machen Profis das. Du kannst zumindest noch fahren. Hä? Du kannst zumindest noch fahren. Ja. Stimmt, mir fehlt nur vorne links der Reifen.
Come on. Aufholen. Ah, und hinten links die Antriebswelle, aber das ist egal. Komm, hol auf. Gib ihm, rein da. Yes, sir. Hey. Oh, piss dich. Oh. Danke. Mein Motor ist kaputt. Das hat sehr weitergeholfen, tatsächlich. Ja, damit habe ich gerade meinen Motor gefreckt, wenn ich gegen den Stein geballert bin. Kommst du noch weiter? Oder bist du... Ja. Ja, nicht mehr aus eigener Kraft. Nein. Oh, mein Motor ist locker. Oh, der Motor ist auch kaputt. Okay, das ist jetzt 3 zu 1. Ja, okay, gut. Okay, gut, gut. Okay. 3, 2, 1, go. Oh, das ist gar nicht so schnell, wie ich gehofft habe. Oh, ich rappen. Ich fahre nach rechts rüber. Tschüss. Da nach links. Ah, wo sind die scheiß Reifen hier? Ich sehe sie nicht. Oh nein, da. Oh, fuck. Wie geht's dir noch so? Ja, gerade noch ganz gut. Ja, ich lieg auf dem Dach. Das ist das Problem. Ja, das war's. Oder? Nee, ich kann auch fahren, glaube ich. Ich sag mal so, meine Karosse hat sich von meinem Rahmen getrennt. Oh, die Steine sind ein bisschen kritisch. Okay, das hat mir gerade... Guck mal, meine Karosse hat sich von meinem Rahmen getrennt. Also wirklich jetzt. Oh, scheiße. Oh. Ja, okay, das war's jetzt, glaube ich, gleich. Kommt da, oder? Ich habe jetzt nur noch einen Rahmen. Meine Karosse fliegt gerade eigenständig. Ich rutsche aber noch. Haha. Komm schon. Bist du noch am Fahren? Ja, ich kann noch fahren. Echt jetzt? Ja. Ich glaube, ich liege auf dem Dach. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, gut, bei mir ist vorbei. Ich guck mal bei dir zu. Oh. Das ist ein schöner Schwenk gewesen, als ich auf dich zeige und dieser Rahmen einfach brennend in die Luft fliegt. Ja, noch rutscht er. Ja, aber laut deiner Anzeige unten ist keine Antriebswelle oder Kardanwelle noch aktiv am Leben. Oh, Punkt. Wie geht's mir eigentlich? Ah, ich sehe genauso aus. Wenn du auf Top drückst, das sieht, das ist ähnliches Bild. Ja, okay, aber ich rutsch noch alles. Mein Motor geht aber noch. Da, die Reifen gehen auch noch. Du hast ja, meine Antriebswellen funktionieren alle noch. Ja, bei mir funktioniert gar nichts mehr. Okay, 3-2, gut. Nein! Wie ich jedes Mal der Krater dich holen. So, how about it now? Wisst ihr, was besser ist als wenig Bodenfreiheit? Gar keine Bodenfreiheit! Das wird super jetzt. Ich freue mich schon. So, 3, 2, 1, jalla. Gott. Ah. Oh, scheiße, ich habe mich jetzt schon eingedreht. Und das war meine Front. Moin, Julian. Ich komme dir hinterher geflogen. Ich habe mir hinten gerade den Ölkühler kaputt gefahren. Aua. Nein, 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 nein. Ich habe mit dem Scheißding mit den Ölkühler aufgeschlitzt und den Reifen gebrochen. Ja, ist ja nicht so wichtig. Oh, fuck. Fährst du noch? Ja. Ist ja nicht. Steine. Au, 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 au. Ich überschlag mich. Ich fahr immer noch. Oh nein, ich kann nicht mehr lenken. Oh Gott. Oh. Ja. Immer noch. Ich wurde gerade durch ein, Ach, das muss Schicksal gewesen sein. Oh, komm jetzt, leg dich wieder auf den Reifen. Yes! Danke. Oh Gott, nee, so war falsch rum. Ja. Ich fahre auch noch, ne? Ich komme auch in die Röhre. Oder ich fahre einfach oben drüber. Da, easy. Come on. Ich hol dich noch, ich hol dich noch. Komm jetzt, ran da. Mit Flickflacks. Komm. Guck mal hier. Mit Flickflacks, oh Gott. Ja, auf die Eisbahn, dann rutschen wir. Komm jetzt. Ja. Fährst du immer noch? Ja. Aufholen. Ich fahre zwar nicht mehr gut, aber ich fahre noch. Ich bin die ganze Zeit schon auf dem Dach und habe keine Reifen mehr richtig. Oh Gott, das war's jetzt. Nein! Oh, komm, roll. War so knapp, das gibt's nicht, ne? Komm. Weiter geht's. Oh, scheiß Dreck, ja, ich krieg dich nicht mehr. Ich bin ein paar Meter vor dir liegen geblieben gerade. Ab zum Ziel! Oh, die Bäume. Oh! Alles noch in Ordnung. Oh, das war... Alles noch in Ordnung. Ja, eine der Kardanwellen ist jetzt durch. Wenn du rutschst wieder in den schönen Krater. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, ja. Ey, ich meine, es ist jetzt ein 3 zu 3. Es ist jetzt ein 3 zu 3. Ja, ja, ich habe gut aufgeholt. Gut. 3, 2, 1, go. Oh Gott.
Oh. Oh, scheiße. Ja, Mutter schon was zu machen. Oh, Entschuldigung, Julian! Ah! Oh Gott! Scheiße! Oh shit! Was hast du getan? Ich hab mich eingedreht! Eieiei! Fährst du noch? Ja. Oh Gott, ich nicht so sehr. Oh. Der überholt mich einfach, als wär's nix. Oh fuck. Scheiße. Oh. Alter, wie hoch bist du gerade gegen die Decke geklatscht? Ja. Ich mein. Fährt doch. Ich rutsche. Was macht deiner so? Zum Teil fahren. Guten Zustand hat er auf jeden Fall, guten Zustand. Oh, ich könnte noch vorbeirutschen, ich sag's dir, pass auf. Komm, geschwittert. Komm, Diggi, mach! Komm, nimm die Rampe, dann hüpfen wir an ihm vorbei. Oh, heppa! Oh, oh, ja! 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 Sia! Sia! Der Motor ist noch nicht tot. Meiner noch nicht. Ja gut, der Motor rückt mir an. Aber meiner explodiert gleich von alleine. Ja, okay, ich komm nicht weiter. Fährst du noch? Nee. Also ist es ein 4-3 für mich? Ja. Ich gebe dir noch eine Chance zum Ausgleichen. Was heißt das denn jetzt? Ja, eine gibt's noch, eine Chance. Ja, mach mal lieber zwei raus. Zwei Chancen. Ich gebe dir gleich eine Chance zum Ausgleichen. 3, 2, 1, go. Wenn du mich jetzt nicht nochmal aus dem Leben räumst, wie gerade, dann... Oh Gott. Oh fuck. Scheiße. Oh shit. Hast du dich auch weggewickelt? Ja, aber nicht so heftig wie du. Warum? Moin. 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 Ah, shit, ich liege auf dem Dach. Ja, nee, nicht mehr. Komm, fahr. Geh an. Fahr. Komm, Diggi. An, Motor, geh an jetzt. Ich kann nur noch seitwärts fahren. Ich bin die Krabbe. Oh, irgendwas blockiert ganz derbe. Scheiße. Komm. Komm, wir fahren rückwärts. Alles gut, wir fahren rückwärts. Komm jetzt! Natürlich ist das Stein. Oh, ich brenne. Ja, mein Motor ist aus. Ja, du hast die Runde gewonnen. Ist gut. Okay. Also nochmal Finale. Finale? Finale. Ich dachte, wir sind zum Finale. So, was Schönes Neues. Ja, schönes Offroad-Beast. Da schaffen wir zumindest den ganzen Boden, wenn wir uns vorher nicht schon aus dem Leben schallern. Und ich würde sagen, 3, 2, 1 und go! Ich glaube, wir können aber eine Rampe nehmen und fliegen bis zum Ziel durch. Mit dem Teil, Alter. Oh, fuck. Oh, Julian, nein! Oh, Gott! Danke. Ich hätte es erwischt. Das war ein guter Start auf jeden Fall in die Runde. Ah, komm, dreh dich um, bitte. Ja, komm, fahr. Oh, nein, nicht hier runter. Hat er noch? Ja. Ich fahre auch noch bestens. Ich habe zwar rechts keinen Antrieb mehr, aber das ist egal. Come on. Moin. Was zum Geier? Wo holst du das Tempo her? Jo. Oh Gott, Julia. Oh. Oh. Oh nein. Oh. Oh nein. 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 Wo bist du gelandet? Ich bin... Oh, pfucke die Henne. Ja, ich hab gewonnen. Alter, aber wie knapp zum Ende noch. Aber guck dir mal meine Karre an. Guck dir meine an, weil das existiert auch nicht mehr wirklich. Alter. Mich hat's kommen aus dem Leben gehämmert auf der Ecke da. Ja, moin. Lief doch super. Aber der Wagen ist gut dafür. Ja, wenn wir uns nicht am Anfang wegschallern würden. Ja. Dann wäre das ein sehr gutes Fazit dafür. Und wenn das Video, was auch sehr gut war, muss man sagen, wenn euch das gefallen hat, könnt ihr mir ganz auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Danke wieder fürs dabei sein. Ja. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann und tschö, tschö. Clap the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.